Hallo Leute, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Heute erklären wir euch Magnetfarbe. Ich habe jetzt hier schon mal drei Felder gemacht. Diese drei Felder sind jetzt zweimal gestrichen mit dieser Magnetfarbe. Grau, man sieht, aber es hält schon. Wichtig ist, 200 Milliliter pro Quadratmeter müssen wir haben. Und natürlich drei Anstriche damit. Also wir sehen, Blatt einfach auf die Wand. Hier oben geht es natürlich nicht. So, wir haben jetzt aber drei Felder schon mal vorbereitet. Das heißt, da sind zwei Anstriche drauf. Und jetzt kommt der dritte Anstrich. Wichtig bei dieser Magnetfarbe ist, da sind Eisenpigmente drin. Die ist auch sehr schwer. Kostet auch nicht viel. Ich glaube, um die 20 Euro irgendwo rum. Wir müssen diese jetzt erstmal eben rühren, dass die Eisenpigmente nach oben kommen. So, wir rühren die Farbe jetzt einfach mal ein bisschen auf. Ist sehr schön für eine Küche oder fürs Büro oder sonstiges, wenn man halt eben keine hässliche Tafel haben will, sondern einfach nur eine Wand, die einfach schön aussieht, ohne metallischen Sachen. So, wir nehmen jetzt eine Rolle, ganz normal, wie gesagt, die haben wir aufgetragen. Ich tue jetzt noch etwas Magnetfarbe hier rein. Magnetfarbe ist, wie gesagt, eine Dispersion als Reinakkulat mit Metallanteilen gewichtet. Man kann die auch selber herstellen, findet man auch sehr schöne Anleitungen. Jetzt nehmen wir die Farbe. Wie gesagt, ich würde da halt eben die Wand nicht zu groß gestalten, weil das sonst nicht mehr aussieht. Wichtig ist, wenn wir das aufgetragen haben, drei Arbeitsgänge, jeweils 4 Stunden trocknen lassen bitte, das ist ganz wichtig. Können Sie auch direkt auf die Wand auftragen. So, ich mache jetzt hier den dritten Anstrich drauf mit Magnetfarbe. Wir machen das jetzt bei uns hier im Büro, damit wir halt eben noch eine zusätzliche magnetische Wand haben für Papiere, wichtige Dokumente etc., die halt eben sehr schön hier dran gehangen werden können. So, jetzt haben, wenn wir ein Feld fertig haben, wichtig ist, um eine gleichnamige Struktur zu bekommen, einfach nochmal schön abrollen in einer Richtung. Das machen wir jetzt hier auch. So, damit haben wir ein schönes Streichbild, damit das nachher nicht zu grob wird und dann sieht es halt eben nicht mehr so schön aus. So, jetzt machen wir das zweite Feld. Ich habe zwischen abgeklebt, damit wir ein schönes Raster haben nachher. Könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Ist eine schöne Sache mit dieser Magnetfarbe. Wie gesagt, lässt sich sehr gut verarbeiten, sehr gut rollen. Wichtig sind dann eben 200 Milliliter pro Quadratmeter. Mit dieser Dose schafft ihr ca. 1,7 Quadrat. Das ist schon eine Menge. Das reicht definitiv, um eine schöne Wand damit zu machen. Oder vielmehr ein schönes Emblem. So, jetzt wollen wir wieder nach. 1, 2, 3, 4, 5. So, das letzte Feld. So. Auch das machen wir mit dieser Magnetfarbe. Gut. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Das ist, wie gesagt, der dritte Arbeitsgang. Ihr müsst, wichtig, drei Arbeitsgänge auftragen, damit die Wirkung wirklich vorhanden ist. Denn sonst kann es passieren, dass die Magnete nicht haften. Ganz wichtig bei dieser Farbe ist, diese ist nicht magnetisch, sondern nur magnethaftend durch diese Bleianteile. Von daher lässt sie sich also auch sehr gut verarbeiten, ist nicht gefährlich in keinster Weise und schirmt auch nicht ab. Das heißt also auch die Handystrahlung und, ihr könnt also weiter telefonieren und. Jetzt gibt es einen Trick, wir haben die Farbe drauf, Haarföhne, denn ein Föhn beschleunigt die Trocknung der Dispersion. Das ist nach dem kalten Fluss, trocknet die Farbe, das heißt also durch Verdunsten von Wasseranteilen. Wir machen den Föhn jetzt an und Föhn einfach trocken. Die Magnetfarbe ist nun trocken. Jetzt nehmen wir eine Volltonfarbe. Wichtig ist, dadurch, dass hier Magnete dran kommen, dass diese Nazareth Klasse 2 hat. Die Volltonfarben eignen sich da sehr schön. Wie das jetzt mit den, ich sag mal, Baumarkt-Volltonfarben ist, weiß ich nicht. Unsere haben alle Nazareth Klasse 2 für innen und für außen. Das heißt also, die sind scheuerbeständig, ganz wichtig.
ca. 100 Hübe pro Minute halten die aus. Das sollte es auch schon sein, weil sonst hat das Ganze nämlich keinen Sinn. Wichtig ist also, Nasabrik Klasse 2 verwenden. So, wir nehmen jetzt die Volltonfarbe, kippen die hier in die Lackwanne rein. Jetzt werden wir die Magnetfarbe streichen, weil wir wollen das ja nicht in diesem Grauton behalten. Wir wollen ja was Schönes haben. Ja, so, ich habe es gewählt, mal ein Weinrot genommen, damit man das auch schön sieht. Wir sehen, ich streiche jetzt einfach hier drüber. Ganz wichtig, einfach drüber streichen. Das wird sehr wahrscheinlich nicht in einmal decken, weil das eine rote Farbe ist. Rot hat sowieso ein sehr schwaches Pigment. Aber wir haben ja unseren Föhn, der halt eben hilft, die Farben schneller trocknen zu lassen. So, auch hier ist wichtig, wieder in eine Richtung abzurollen, damit die Struktur auch hier gleichnamig ist. Das machen wir gerade. Das nehmen wir jetzt alle Felder und streichen alle Felder. Wie gesagt, diese Magnetfarbe ist sehr gut geeignet für Büro, Küche, vielleicht auch Räume, wo man halt eben viele Dokumente hat, damit man halt eben keine, ich sag mal, überteuerten Metallschienen hat oder Metallplatten. Und wichtig ist, Magnetfarbe ist nur magnethaftend, nicht magnetisch. Das ist ganz wichtig. So, jetzt haben wir die Fläche zu, was natürlich wieder hilft, weil ein Anstrich nicht reicht, ist der Föhn. Wir werden die Fläche jetzt wieder trocken föhnen, um den zweiten Anstrich drauf zu machen. Einfach vorsichtig. Jetzt kommt der zweite Anstrich hier drauf. Das erste Feld haben wir schon zweimal gemacht, damit wir euch das auch zeigen können. Wichtig ist auch hier wieder Lasserie Klasse 2, am besten denselben Ton verwenden, wäre sonst Quatsch. So, und in eine Richtung abrollen. Das mache ich jetzt hier auch wieder. Ich roll nach unten ab. Hier genauso. Da wir hier kein Acryl verwenden können, um gerade Kanten zu kriegen, weil Acryl reißt, sollte man vielleicht noch den Hintergrundton ein bisschen haben, falls mal was daneben gegangen ist. Weil das kann man halt eben nicht garantieren. Wichtig ist aber auch hier, das Klebeband immer zur Fläche abziehen. Das würde ich jetzt auch tun. Ich ziehe es jetzt mal ab. So, wichtig ist, wenn ihr abzieht, nicht nach da, sondern zur Fläche hin. Das mache ich jetzt auch. Somit kann die Kante eigentlich nicht wegreißen. Seht ihr? Wichtig ist, ich habe den Rand doppelt abgeklebt, damit wir mehr Streichfläche haben. So, die ziehen wir gerade runter.
So, auch hier ziehen wir gerade runter, weil ich habe jetzt hier Felder angelegt. So. Auch hier wieder nach oben ziehen, dass wir gerade Kanten bekommen. So, jetzt haben wir hier mal ein Blatt Papier und einen Magneten. Wie gesagt, wir können jetzt gucken, hier hält es. Hier hält es natürlich nicht. Da ist kein Magnetuntergrund hinter. So erschafft man sich seine eigene Magnetwand. Günstig und gut. Für knapp 30 Euro. So, jetzt ist hier aber was hintergelaufen beim Klebeband abziehen. Ist nicht so tragisch. Eben kurz beistreichen mit Weiß. Ich habe den Weißton jetzt leider nicht hier. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, gut gelungen. Wir haben jetzt drei Magnetfelder und können da jetzt halt eben verschiedene Sachen anbringen durch die Magneten. So, also wie gesagt, Magnetfarbe, nicht gefährlich, keine Sorge, nicht schirmbar. Ja, ist halt eben nur magnethaftend und nicht magnetvermittelnd. Ist nicht magnetisch oder sonstiges, nicht giftig. Keine Sorgen, ist halt eben schön für Küchen oder Büros, dass man sich halt eben durch kleine Akzente eine schöne magnetische Wand erstellt. Dann sage ich mal Dankeschön und bis dann, hier fällt der Pinsel.